Was geht ab, Freunde? Und zwar sind wir heute in Frankfurt. Gleich fängt der Kampf von Christian Eckelein an. Mein Bruder kämpft. Wir sind jetzt gleich da, um ihn zu unterstützen. Wir sind jetzt hier vor dem Melia Hotel. Auf jeden Fall ein sehr schönes Hotel. Und ich würde mal sagen, fahren wir direkt los, geben wir Gas, schauen uns den Kampf an. Wir haben noch Besuch aus Köln da. Fahren wir mal los hier. Alles locker, 50 Grad drin, ich bin am Ölen, am Saften, sieht man hier, wie man sieht. Haben wir noch ein schönes Essen hier. Rind, Halal, sogar extra Halal. Und auf jeden Fall gleich geht's los. Ich glaube, der Christian ist in einer Stunde ungefähr dran. Ich weiß, der wird den Gegner heute wegputzen. Darüber mache ich mir gar keine Sorgen. Mundschutz raus, darf man trotzdem kämpfen? Ja, normalerweise nimmt der Referee den Mundschutz wieder und steckt den ein. Ich weiß jetzt auch nicht, warum der den nicht gibt. Was hältst du von dem Event? Hättest du auch mal Bock hier zu kämpfen? Also super Event, vor 10.000 Leute. Ich hatte vor, hier zu kämpfen. Aber leider habe ich keine Gegner bekommen, immer wieder Absagen. Sehr schade, ich hätte richtig Bock drauf zu. Du siehst ja selber, was für ein geiles Event das ist. Was ist deine Prognose zum Kampf von Christian? Christian wird in der ersten Runde ausmachen. Ja, kein Problem. So Leute, und jetzt fragen wir mal den Edmund. Was hältst du von dem? Was geht? Was geht? Edmund, mein Bester, was hältst du von dem Event hier heute? Das Event ist Spitzenklasse. Es könnte nur besser sein, wenn auch noch Kerem hier kämpfen würde, ja? Genau eine wie Kerem bräuchten die auch noch. Und die ist aber eigentlich auch noch. Junge, dann wär. Der Kerem reicht schon. Komplettes Feierabend hier. Aber geiles Event, geile Qualität. Und ich bin echt gespannt, was die in Deutschland noch aufräumen werden. Heftige Qualität. Come on.
einfach geisteskrank. Geisteskranke Stimmung. Das war kurz vor Schluss gerade. So, das war's auch mit der Veranstaltung. Ein super Kampf. Christian hat gewonnen. Hassan leider verloren, aber an sich war das ein super Event. Schade, dass ich nicht dort gekämpft habe, weil für mich kein Gegner gefunden wurde. Also keiner wollte kämpfen. Aber nichtsdestotrotz, man muss immer positiv in die Zukunft schauen. Ich werde auf jeden Fall wieder in Zukunft kämpfen. Aber echt geil, dass mal jetzt hier Deutschland endlich MMA angekommen ist. So Christians Kampf so. Das Problem ist, Christian konnte leider nicht zeigen, was er drauf hatte. Normalerweise hätte er den in der ersten Minute gefressen. Aber durch die Tiefschläge, ich weiß ja, wie weh das tut. Und das hat er nicht nur einmal, sondern zweimal gemacht. Und das irritiert auch einen. Weißt du, das war jetzt auch, irritiert einen wirklich. Aber er hat trotzdem einen guten Job gemacht, hat vor allem die Kulisse gewonnen. Glückwunsch nochmal, Bro. Ja. Und bald bin ich wieder dran. So Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Nochmal Glückwunsch an meinen Bruder Christian und David Zavara. Die haben einen super Kampf gemacht und wir sind gerade wieder im Hotel angekommen. Also ich bin jetzt fix und fertig, ich gehe jetzt schlafen. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende, Leute. Peace.